Die La Aurora 107 Maduro Robusto. Eine Zigarre aus der ältesten dominikanischen Zigarrenfabrik. Mal schauen, was die so drauf hat. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Es geht um eine dominikanische Zigarre, die La Aurora 107 Maduro Robusto. Eine wirklich klassische Robusto mit einem 50er Ringmaß, 19,84 mm Durchmesser und 127 mm in der Länge. Also ausnahmsweise mal keine Ausnahme vom informellen Robusto-Standard. Mit der Größe kommt man auf eine gute Stunde Rauchgenuss und dieser wird gefördert durch eine Komposition der folgenden Tabake. Als Deckblatt ein US Connecticut Broadleaf Maduro, ein Umland aus der Dominikanischen Republik, genauer gesagt ein Corollo aus dem Tibao-Tal. Und der findet sich dann auch in der Einlage wieder, ergänzt mit Tabak aus Nicaragua und Peru. Also eine ziemlich breite Mischung, die sich hoffentlich gut ergänzt. Wir werden es sehen. Die Zigarre ist vollständig von Hand gefertigt und besteht natürlich nur aus Longfiller-Tabak. Verkaufsformate gibt es nur ein einziges, nämlich 21er Holzkisten. Ja, gucken wir uns mal das Maduro-Deckblatt an. Und hier von vorne sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Extrem feine Blattadern, die Nähte kaum zu sehen. Aber wenn man sie umdreht und ein bisschen auf der Rückseite guckt, dann sieht man hier doch sehr deutliche Blattadern. Hier ist die Rollung nicht ganz perfekt. Da steht das Deckblatt ein klein wenig ab. Aber dafür ist die Zigarre auch nicht so extrem teuer. Ansonsten haben wir keine Beschädigungen oder irgendwelche sonstigen Verfärbungen. Also im Großen und Ganzen schon in Ordnung, würde ich sagen. Schauen wir uns mal den Kaltgeruch an. Und die Zigarre riecht leicht süßlich, so wie man es von einem Maduro-Deckblatt erwarten würde. Hat aber auch so eine ganz leichte säuerliche Note im Hintergrund. Ich weiß nicht genau, was das sein könnte. So in der Art wie Hefe vielleicht. Aber auch eine ausgeprägte Note nach dunkler Schokolade. Schneiden wir sie mal an und gucken, was der Zugwiderstand macht. Einwandfrei, wunderbar. Und der Kaltzug. Da löst sich schon das Deckblatt ab. Dunkle Schokolade. Leicht erdig und auch ein klein wenig Schärfe auf den Lippen. Ich würde sagen, wir zünden sie mal an und gucken, was die ersten Züge so bringen. So, dann schauen wir mal. Leicht Schokolade, leicht cremig. Auch hier ein ganz klein wenig an Schärfe oder Würzigkeit. Und vielleicht auch eine ganz, ganz leichte Bitterkeit im Abgang. Mal gucken, wie sie sich so entwickelt. Wir sehen uns gleich im ersten Drittel und dann gibt es jede Menge Infos zu La Aurora. Bis gleich. Jetzt im ersten Drittel ist die Zigarre schön kräftig im Geschmack, schön vollmundig und würzig. Es gibt Aromen von dunkler Schokolade und von Kaffee mit einer ganz leichten Süße. Ja, warum sich das Deckblatt vorhin so komisch abgelöst hat, weiß ich auch nicht. Ich habe eigentlich nicht so wirklich viel hier abgeschnitten, was eigentlich nicht mehr, als ich sonst abschneide. Wahrscheinlich war die Kappe wirklich nur sehr, sehr dünn aufgesetzt, aber das klebt sich mit ein wenig Spucke ganz von selbst wieder an und seitdem hat sich auch nichts mehr abgerollt.
Ja, reden wir ein bisschen über die Geschichte von La Aurora. Die beginnt im Oktober 1903. Gegründet wurde die Firma von Eduardo Leon Jiménez im zarten Alter von 18 Jahren. In seiner Firma waren schon immer alle Tabakbauern gewesen und er hat so ein paar Plantagen geerbt gehabt und er wollte aber mehr sein als nur ein einfacher Tabakbauer und seine Vision war es, eine globale Zigarrenmarke aufzubauen. Also hat er eine Zigarrenfabrik gegründet und die ersten Zigarren, die dort gerollt wurden, waren Doppelfigurados, also an beiden Enden spitz zulaufende Zigarren und die sind heute sogar wieder in einer Neuauflage erhältlich. Über das Portfolio rede ich später noch ein wenig mehr. Die Firma ist dann ständig gewachsen und 1926 wurde der Löwe als Firmenlogo eingeführt. Der Vorname Leon bedeutet ja Löwe, insofern eine sehr konsequente Entscheidung. 1930 wurde aus der Firma dann eine Aktiengesellschaft mit Leon Jiménez und seinem Bruder Herminio im Board. 1937 ist Leon dann recht jung im Alter mit 52 Jahren verstorben und sein Bruder Herminio hat dann die Leitung der Firma alleine übernommen. 1940 wird dann Eduardo Leon Asensio, einer der Söhne von dem ursprünglichen Leon, der Präsident der Firma. Und er fängt als erster an, Zigarren ins Ausland zu exportieren, muss die Pläne aber wegen dem laufenden Zweiten Weltkrieg ziemlich schnell wieder aufgeben. Erst 1963 wird der Export von den Zigarren dann wieder aufgenommen und die Firma beginnt gleichzeitig auch damit, Zigaretten herzustellen. 1969 machen sie dann einen Deal mit Philip Morris und stellen dann bis 2006 Marlboro unter Lizenz her. Alles neben den Zigarren natürlich. 1983 kommt dann noch eine Brauerei dazu, in der dann unter Lizenz Heineken und Löwenbräu gebraut wird. Und die Firma ist mittlerweile auch zu einer Holding geworden mit drei Gruppen für die Zigarren, die Zigaretten und für die Brauerei. Und 1987 kam dann noch neben La Aurora eine weitere Zigarrenmarke mit dazu, nämlich die Leon Jiménez in Anlehnung an den Firmengründer. Die Serie ist bei uns ja auch erhältlich. Und bis zum Jahr 2000 hat dann die Firma unter dem Namen Leon Jiménez Group dann noch weiter expandiert und hat jetzt auch Banken und Verlage in der Holding mit drin. Die Marke La Aurora Zigarren ist jetzt international etabliert und wird auch immer noch kontinuierlich um weitere Linien erweitert. Und mittlerweile ist die Firma so groß, dass die gezahlten Steuern fast 10% des dominikanischen Steueraufkommens ausmachen. Also ein richtiger Riese. Und das wurde dann doch mal langsam irgendwann zu groß, sodass 2011 der La Aurora-Teil mit der Zigarrenmanufaktur von der Leon Jiménez-Gruppe abgespalten wurde und seitdem dann wieder eigenständig agiert. Aber die Expansion geht immer noch weiter und 2013 kommt dann noch eine eigene Rumproduktion mit dazu und mittlerweile hat die Firma 1100 Mitarbeiter und produziert 1 Milliarde Zigarren pro Jahr. Das ist kein Versprecher. Ja, seit 2017 ist auch wieder Philip Morris mit an Bord und es werden wieder die Marlboros in Lizenz gefertigt. Also das ist schon ganz schön erstaunlich, was man in fast 120 Jahren so erreichen kann. Wir sehen uns gleich im zweiten Drittel mit dem Preisvergleich. Bis gleich. Im zweiten Drittel ist die Zigarre immer noch cremig, schön schokoladig, leichte Kaffeearomen und ganz leichte Röstaromen, aber sie ist immer noch ja, durch und durch würzig und kräftig. Richtig scharf will ich eigentlich nicht unbedingt sagen, aber ja, durch und durch würzig auf jeden Fall schon. Preislich liegen wir hier bei 7,90 Euro und über ein Volumen von knapp 40 Kubikzentimetern kommen wir auf einen Basispreis von 20 Cent. Wenn man das innerhalb der 107er Serie vergleicht, da hätten wir die günstigste, das wäre die Zeppelin mit 14 Cent. Die normale Robusto, also nicht die Maduro-Variante, die liegt bei 19 Cent. Und die beiden teuersten in der Serie, das sind die Lancero, die liegt bei 21 Cent. Und die Cosecca 2006 Robusto bei auch 21 Cent. Und damit liegt der Schnitt bei 17 Cent. Also die Maduro hier, die ist leicht teurer als der Rest, aber alles im allem würde ich sagen, durchaus fair bepreist. Eine Robusto für unter 8 Euro. Das liegt wirklich nicht am oberen Preisende. Ja, die La Aurora hat ja ein riesen Portfolio mit Ausrufezeichen. Bei Cigar World sind insgesamt 21 Serien mit genau 100 Zigarren gelistet. Und das sind noch nicht mal alle, die auf der Seite von La Aurora selbst gelistet sind.
Auf dem US-Markt sind noch einige mehr erhältlich. Die Maduro hier alleine gehört eigentlich schon in eine eigene Linie hinein. Die nennt sich dann 107 USA wegen dem US-Deckblatt. Cigarwell hat aber nur zwei Vitolas davon im Sortiment und listet sie deswegen einfach unter der normalen 107er Linie mit auf. Die korrekterweise eigentlich auch 107 Ecuador heißen müsste. 107 Nicaragua gibt es ja auch noch. Also die 107 ist eigentlich ein Triple Feature. Aber ich denke, bei der Menge, die bei uns hier erhältlich ist, kann man das wahrscheinlich verschmerzen, dass es nicht alle Vitolas über den großen Teich geschafft haben. Ja, ich habe jetzt hier nochmal die günstigste und die teuerste Linie in den Vergleich mit aufgenommen. Da hätten wir die Principes Claro, die liegt bei 6 Cent und das sind immer noch Longfiller-Zigarren. Und die teuerste Serie, das ist die Preferidos, die liegt bei 53 Cent. Das sind diese Doppelfigurados, die nur in den bunten Tubos erhältlich sind und auch nur in ganz, ganz kleinen Stückzahlen hergestellt werden und auch nur von den erfahrensten Rollern. Und ja, das ist dann der Grund, warum die so teuer sind. Das ist auch die Hommage an die Zigarren aus der Gründungszeit von La Aurora, die ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte. Und zum Vergleich mit anderen Herstellern habe ich noch zwei mit demselben Basispreis rausgesucht. Da hätten wir die Alec Bradley Prensado Robusto mit 20 Cent natürlich und die Asylum 13 Oblong Gata auch bei 20 Cent. Wir sind hier also durchaus nicht in schlechter Gesellschaft unterwegs. Und ja, zu guter Letzt nochmal der Durchschnitt von den kubanischen Robustos. Der liegt mit 34 Cent natürlich nochmal ein ganzes Stück drüber. Ja, wir sehen uns gleich im letzten Drittel mit einem kurzen Blick auf die verfügbaren Ratings und meinem persönlichen Fazit. Bis gleich. Jetzt im letzten Drittel hat sich nicht mehr so wahnsinnig viel geändert. Es ist vielleicht ein klein wenig mehr Kaffee dabei als vorher. Und diese Würze hat jetzt endgültig in eine deutliche Schärfe umgeschlagen. Vom Abbrand und von der Asche her absolut problemlos. Ich musste nicht korrigieren und wir haben eine herrliche weiße und feste Asche. Ja, trotz der internationalen Bekanntheit der Marke und der ganzen Historie der Firma gibt es zu dieser Zigarre hier leider kein einziges Review bei Cigar Aficionado. Ich habe auch noch mal mein gesamtes Zeitungsarchiv durchsucht und habe zu dir hier absolut nichts gefunden. La Aurora als Marke an sich ist schon recht oft vertreten, aber das Portfolio ist halt einfach so riesengroß, dass diese Maduro Robusto hier halt einfach noch nicht dran war. Bei Cigar Aficionado gibt es immerhin ein paar Ratings zu anderen Vitolas aus der Maduro-Serie. Die liegen bei 92, 87, 88, 84 und 89 Punkten und damit liegt der Schnitt bei genau 88 Punkten. Bei Cigarworld gibt es für die hier auch nur 3 Bewertungen, also das ist leider nicht wirklich aussagekräftig. Bleibt also nur noch mein eigenes Fazit übrig. Von der Stärke her würde ich sie so mittel bis etwas kräftiger einsortieren. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Maduro Mitte Charakter. Die Schärfe und die Würze ist eigentlich recht untypisch für Maduro. Das heißt, man erwartet es jetzt eigentlich nicht. Aber nur weil das Deckblatt Maduro-farben ist, heißt es ja nicht automatisch auch, dass die Zigarre mild und süß ist. Aber im Allgemeinen sind sie es halt schon, weil die von den Herstellern halt so abgestimmt werden. Deswegen ist es halt mal eine kleine Überraschung, wenn es nicht hundertprozentig so ist. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden, denn das ist immerhin eine Geschmacksfrage. Der Komplexitätsgrad liegt so im mittleren Bereich und bei dem Preis hier ist das absolut in Ordnung. Voll in Ordnung wäre es auch, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Ein Klick auf die Glocke hilft auch dabei. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.